Hey! Team of the Season! Ich bring euch in Stimmung. Und damit würde ich sagen, yo, was geht ab, Freunde? What's poppin' YouTube und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich bin heiser, aber das juckt nicht, denn ich habe Bock auf dieses Retro-Tots-Video. Das Team of the Season in FIFA 22 steht vor der Tür, nur noch wenige Tage, dann kommt's endlich raus. Und ich bringe euch schon heute in Stimmung, damit wir alle hyped sind. Ich habe das Ganze schon zum Totti gemacht, guckt's euch an. 490.000 Klicks? Über 22.000 Likes? Ja, ich fühle das. Die Stimmung kam bei euch hoch. Und deswegen machen wir das Ganze nochmal zum Team of the Season. Wenn wir nur annähernd an die 20.000 Likes rankommen, da wäre schon verrückt, ich sag euch ehrlich. Ich gebe euch als Ziel 8.000 Likes für dieses Video hier heute. Strafft euch, supportet und lasst ein kostenloses Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Wir bringen heute die Tots aus FIFA 13, FIFA 14, FIFA 15 bis FIFA 21 zurück und vereinen alle Spieler in diesem Team hier vor uns, das gerade noch leer ist. Aber das ändert sich gleich. Gut. Wir nehmen auch nur Spieler aus den Top 5 Ligen. Das heißt, das Team wird schön teuer und schön geil. Wir fangen an mit FIFA 13. Und aus welcher Liga dürfen wir uns da einen Spieler aussuchen? Schön! Die La Liga. Und ich weiß noch aus dem Kopf heraus, dass in FIFA 13 in der La Liga ein paar schöne Spieler gespielt haben. Das waren die Spieler, die im La Liga Tots waren. Messi, Ronaldo, Iniesta, Ibra, Ribéry, Van Persie, Falcao, Gareth Bale. Aber ja, La Liga hat gewonnen. Und deswegen stehen diese Spieler zur Auswahl. Ganz offen und ehrlich, Messi und Ronaldo werden noch oft genug kommen. Deswegen nehmen wir für den ersten Spieler einen Spieler mit, der die Kapitänsbinde mit Stolz trägt. Und das ist Sergio Busquets. Der hat in FIFA 22 gerade auch eine neue Karte bekommen. Deswegen nehme ich den straight mit. Ich wollte ihn schon die ganze Zeit zocken. Unser erster Spieler ist gekauft. Sergio Busquets als Put-Captain-Karte. Unfassbar, der war früher unfassbar gut, der ist heute immer noch gut mit seinem 42 Tempo, aber früher in seiner Prime, Ende im Gelände, am Busquets konnte man nicht vorbeikommen und deswegen ist er auch unser Kapitän. Ich sag euch offen, wie es ist, sehr geil. Wir machen weiter mit FIFA 14, vorher suchen wir uns aber noch die Liga raus, welches Tots wir denn benutzen dürfen, wen wir uns aus welchem Tots aussuchen dürfen und aus FIFA 14 dürfen wir jemanden aus dem Premier League Tots picken. Sehr wild. Das war das FIFA 14 Premier League Tots und daraus picke ich mir jetzt eine Karte raus, die hier im Team gut reinpasst. Boah, Hazard in der Chelsea-Version, das waren wilde, wilde Zeiten. Ich habe ihn so gefeiert bei Chelsea, er war in so einer guten Phase in seiner Karriere. Yaya Touré auch böse. Tschech als Torwart, vielleicht ein Icon uns holen? Ich entscheide mich für Petr Cech. Einfach aus dem Grund, damit wir safe Chemie auf dem Torwart haben. Und damit haben wir dann Spieler Nummer 2 am Start. Uiuiui, 1,96 groß, Linksfuß, macht die ein oder andere Parade. Da auch noch die ein oder andere Parade. Das ist eine Katze. Super Torhüter. Spieler Nummer 2 ist im Team. Das nächste Spiel ist FIFA 15 und wir schauen mal, welche Liga der Top 5 Nation oder Top 5 Ligen wir als nächstes bekommen. Bundesliga oder La Liga? Bundesliga, auch geil. Wer war in FIFA 15 im Bundesliga-Tots? Das gucken wir uns mal an. Das hier war das FIFA 15 Bundesliga-Team of the Season mit Lewandowski, mit Robben, De Bruyne, damals noch bei Wolfsburg, Müller, Boateng, Naldo, Neuer, ach du meine Güte. Und guckt euch die Bank an. Auba auf der Bank. Boah, ich hätte so gern einen Robben genommen, aber da gibt es noch keine Flashback oder Icon in FIFA. Offen und ehrlich, Lewandowski hat es hier dann am meisten verdient. Und deswegen würde ich auch sagen, holen wir uns direkt Totti Lewandowski. Natürlich den Totti, wen auch sonst. Hier 425.000 Münzen für Lever geblecht, aber er hat es verdient. Er hat Safe Call verdient. Was wird das für ein Team hier heute? Ich freue mich aufs Spiel. Auch mal ein paar TikTok-Tänze wie Lewandowski raushauen, Freunde. Lewandowski ist mit dabei. Ja, ob wir am Ende auf Full Chemie kommen, weiß ich nicht, aber wir machen erstmal weiter mit FIFA 16. League Or hatten wir bisher noch gar nicht. Vielleicht kriegen wir in FIFA 16 die League Or. Nein, wir bekommen die La Liga. In FIFA 16 waren, glaube ich, Messi und Ronaldo noch in der La Liga. Vielleicht schnappen wir uns einen von denen. Ich kann mich noch an diese 99er-Karte von Ronaldo erinnern. An diese 98er-Messi-Karte. An diese 98er-Suarez-Karte. Ach du Scheiße. Ein 96er-Neymar-Schild auf der Bank. 95er-Benze. Die guten alten Zeiten mit Marcelo. Boah. Diesmal schnappen wir uns Cristiano Ronaldo.
Ey, ich glaube, ich kann so Spieler wie Ronaldo und Messi und so behalten, weil gefühlt alle zwei Videos verkaufe ich die und kaufe ich die neu. Wie viele EA-Tags habe ich schon verloren, beziehungsweise wie viele Münzen, nur weil ich die gekauft und verkauft habe. Zum Tots lade ich auf und dann hole ich mir die als Tots, den Ronaldo, den Messi, den Neymar und dann behalte ich die einfach alle. Chemietechnisch müssen wir mal gucken, wie das am Ende was werden soll mit Lever, Busquets und Krisch. FIFA 17 ist dran und in FIFA 17 gehen wir mit der... Bleib stehen. Ligue 1. Ben Ratejeda. Er war in FIFA 17, glaube ich, schon am Start, oder? FIFA 17 Tots. Lacazette, Falcao, Cavani, Lemar, Verratti? Ja. Mbappé auf der Bank. Mit einer 89er Bewertung. Da gibt es aber nur einen einzig Waren, den man da mitnehmen kann. Ich habe ihn dieses FIFA schon das ein oder andere Mal gezogen. Kylian Mbappé. Und ich werde ihn auch dieses Jahr als Tots ziehen. Wenn mein Account gönnt. Also ich hoffe's. Chemietechnisch wird das hier, glaube ich, gar nichts mehr. Nö, gar nichts. In welche Liga dürfen wir in FIFA 18 mal reinschnuppern? In welche Liga dürfen wir mal reinschnuppern? Nochmal in die Premier League, oder was? Die Premier League ist immer saftig. Egal in welchem FIFA. Die war immer und wird immer saftig sein. Boah, das Premier League-Tot sieht ja so geil aus. 96er De Bruyne, 92er Walker, Aguero noch als Totskarte, Mo Salah, Leroy Sané noch bei Man City, ich glaub's gar nicht. Die Chemie für Lewandowski nehme ich sowas von mit, ne? Der Leroy Sané wird so eingepackt, der schmeckt so gut gerade. Damals noch bei City, heute wieder bei Bayern. Und somit hat er hier einen grünen Link. FIFA 19! Geil. La Liga FIFA 19, ich weiß noch, ich kenne das trotzdem noch auswendig. Das hier ist es nämlich und da musste ich gar nicht lange überlegen. Perfect Link zu Busquets, Piqué wird mitgenommen. Denn jetzt sorgen wir langsam für ein bisschen Chemie. Hier ist doch der Perfect Link. Der kann ja zwei rote Links ab der Busquets, das ist sehr geil. Crazy, wir sind einfach schon in FIFA 20 angekommen. Was für Flashbacks wir hier bekommen haben, ne? In FIFA 20 geht es weiter mit der Premier League. Auch sehr wild. Hier hat sich EA auch krass Mühe gegeben. Die haben so eine richtig geile Seite gemacht, wo man die ganzen Team of the Year, Team of the Season Spieler und so sehen konnte. Und so sah das Ganze dann aus. Dieser Richarlison, der war so cool, ne? Diesen De Bruyne hatte ich beispielsweise in Rot Food Champions Pick gezogen. Hier nehmen wir was für die Chemie mit. Für Cristiano Ronaldo, Rashford. Food Freeze Rashford. Schrei nicht so, Junge. Ah, brüllt er mich hier an von der Seite. Am Ende schauen wir nochmal, ob wir irgendwas mit der Formation noch ändern können, um ein bisschen mehr Chemie rauszuholen. Ich glaube, da geht später noch was. Und jetzt sind wir auch schon in FIFA 21 angekommen. Das ist das aktuellste Team of the Season. Und da kriegen wir nochmal was aus der Bundesliga. Bitte gib jetzt irgendwas Geiles mit Chemie für Lever oder für Sané oder so. Das wäre jetzt nochmal top. Auch wieder genauso wie in FIFA 20 gemacht. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Und wir haben sehr, sehr coole Spieler mit dabei. Sag ich euch, wie es ist? Wird hier heute ein Kimmich machen. Kimmich wird das super machen da vorne im Sturm. Haha, ich habe wieder eine Stürmerkarte gekauft. Wir machen es dann nämlich so, Kimmich kommt dahin und Busquets spielt Innenverteidiger, der kann das. Zwei Spieler sind noch übrig, aber wir haben alle FIFAs durch, deswegen machen wir das jetzt so. Das Glücksrad entscheidet und wir dürfen frei aus diesem FIFA uns ein Team of the Season auswählen. Und wir haben als erstes FIFA 18 am Start. Wir gucken uns alles mal genau an. FIFA 18 Team of the Season, das waren alle Spieler, die es gab. Boah, Neymar wäre auch geil gekommen. Ich glaube ganz ehrlich, Toni Kroos würde hier schon böse kommen. Der Link zu Kimmich, zu Piqué, zu Busquets. Und der hat eine geile Foot Birthday Karte. Doch, der passt super rein. Guck mal hier, wie wunderschön der da reinpasst. Geil. Und das gleiche nochmal für den allerletzten Spieler aus unserem Team. Und zu guter Letzt haben wir nochmal FIFA 21 am Start. Freie Auswahl. Boah, da haben wir auch verrückte Spieler am Start, ne? Boah, wie soll ich mich denn da jetzt entscheiden? Also auf Ernst jetzt, Neymar darf eigentlich in dem Team nicht fehlen und wir haben eh keine Chemie. Das heißt, scheiß komplett auf Chemie. Wir gehen komplett offensiv, wir nehmen doch Neymar mit, oder? Scheiß auf alles, wir machen das so. Doch, wir machen das so. So sehe ich mich hier. Ich sag ehrlich, sieht doch ganz nice aus, das Team. Wir suchen unseren Gegner und gehen rein mit unserem Retro-Team of the Season-Team. So. Der Gegner, der wird sich vorgeknöpft. Cristiano Ronaldo, Adama, ein paar Special-Karten sind am Start. Den nehmen wir gut an, aber ich habe 9 offensive Spieler. Scheiße, der macht einen hohen Ball, der ist durch. Wie soll ich das Ding gewinnen? Ja, okay. Angriff ist die beste Art zu verteidigen. Ich muss einfach viele Tore schießen. Und ich verliere direkt den Ball. Und das war's. Doch nicht. Glück gehabt. Let's go, Jungs. Let's go. Zeig dem Mann, wo es lang geht. Wir zeigen ihm, wo es lang geht. Hier, boom. Und guck mal jetzt diesen schönen Schuss an. Oh! Ich habe nicht mal grün getimed. Lever war das ganz alleine. Einzig und allein Lever. Bruder! Oh mein Gott!
Scheiße. Und das meine ich. Ein langer Ball und der Gegner ist durch. Ich habe einen einzigen Verteidiger, das Piqué. Und sonst spielen bei mir Neymar und Mbappé Außenverteidiger. Aber der Pass war auch komplett Quatsch von ihm. Trotzdem kann das niemand bei mir verteidigen. Lever rennt einfach durch. Lever ist bester Mann. Lever bester Mann. Ich sag euch, wie es ist. Guck mal jetzt, wie ich den hochnehme. Guck mal jetzt, zack. Herr Schiedsrichter. Trillerpfeife zu Hause vergessen oder was ist dein Problem? Junge, pfeif mal, hast du Schein? Der Typ hat einen Schein auf dem Gegner. Hier, deinen Schein mache ich dir kaputt. Du falscher Fofi. Grünes Timefinish mit Toni Kroos Winkel. Sofort. Nein. Komm jetzt. Busquets, du bist so schlecht, Busquets. Du kannst keinen Verteidiger zocken. Mann, 1-2. Komm jetzt, wie schön ich das mache. Bob. Ey, Toni Kroos, der ist die 1. Der ist die 1 im Team. Was ist denn da los? So, was haben wir gelernt, Freunde? Wie bricht man einen Gegner, dass er rausgeht? Indem man schöne Tore schießt. Und wie schießt man schöne Tore? Mit 5-Sterne-Skillern. Dann schmeißen die Playstation nämlich immer aus dem Fenster raus. Wo bist du jetzt? Ei. Mit Tunnler und so haben wir den Elfer rausgeholt. Mit Tunnler und so. Und jetzt kriegt er auch noch einen Elfer in Winkel. Oh, nee. Freunde, die nächsten Videos finden auch wieder in der Weekend League statt. Vertraut mir, weil ich merke, da ist es, glaube ich, noch ein Stückchen spannender. Nur bin ich an diesem Wochenende in Paris. Das heißt, ich kann keine Weekend League zocken. Boah, ich habe auch zwei kopfballstarke Spieler da, ne? Ronaldo und Lewandowski. Und Ronaldo kann auch ganz andere schöne Sachen. Kein Bock auf Eckbälle gegen mich. Der kann voll gut ecken. Der kann übel gut ecken. Aber wisst du, was ich gut kann? Kontern. Er wählt den Spieler ab. Wie lost ist der denn? Ja, das gibt. Das gibt einen Bruch. Guck jetzt. Nein! Woher kam sein Torwart so schnell wieder? Oh mein Gott, was ein Pass! Und das meine ich halt, ein langer Pass und er ist durch, aber guck jetzt, Torwart-Movement. Sein Torhüter ist mit vorne, Freunde, Oh. Und es klappt auch noch. 90. Minute, letzter Angriff. Das muss noch einer werden. Oh! Nein, pfeif ab. Pfeif ab, Schiri. Jawoll! Wir gewinnen das Ding mit 3-2, Freunde. Nächstes Mal gerne wieder in der Weekend League. Da bin ich auch wieder in Hamburg und dann muss ich nicht vorproduzieren. Freunde, lasst ein Like da. 8000 Likes will ich hier sehen für dieses Retro-Tots-Team. Ich hoffe, ein paar Feelings sind hochgekommen. Lasst gerne ein Abo da. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Peace!